Hier an der Wilhelmstraße steht das Landgericht. Hier war früher auch das Untersuchungsgefängnis. Ob reinig, sagen wir de Blech. Aber warum de Blech? Der Blechschnapf und der Blechbäsche und alles, die Räte, das ist alles aus Blech. Und deshalb ist das im Volksmund, solange ich lebe, ist das de Blech. Es gibt für den Begriff Blech aber auch noch eine andere Erklärung, die kommt allerdings aus Köln. Als Napoleon am Rhein war, wurden alle Klöster weltlichen Zwecken zugeführt. Eines lag an der Schildergasse und wurde von einem Blechschläger gekauft, der daraus ein Arresthaus für Frauen machte. Dieser Blechschläger hatte den Spitznamen der Bleche Alexander und das Gefängnis hieß de Blech. Sein Baumeister hieß Butz und so nannten die Kölner das Gefängnis auch de Bleche Butz. Was ist die längste Straße in Bonn? Da war die prompte Antwort, das ist die Wilhelmstraße. Warum? Da war ja der Blech, der Knast, der hing dran, hing im Gericht. Und wenn man da rein ging, da konntest du manchmal jahrelang drunter anjagen, bis du wieder rauskommst. Das war die längste Straße. Wenn einer in ein Gefängnis kommt, hört sich das sehr, oder in Zuchthaus, hört sich das sehr streng an. Nicht? Aber ne, der Bitte ist gerade, der ist ein paar Wochen in der Blech, dann ist das ein Verkehrs-, ein Kavaliersdelikt, ja, ne? Natürlich, wenn einer dann schwere Sachen gemacht hat, ja, der kennt sich in der Blech besser aus wie auf der Straße. Und dann musste er dann doch antreten, ne? Und dann war in seiner Zelle also ein Mann. Und wie lange bist du hier? Sagt er, jetzt ein Jahr. Ja, und wie lange musst du noch? Ja, noch dreimal Weißer Sonntag. Sagt er, und warum sitzt du hier? Hätte ich gesagt, Bettelei mit Waffen. Das ist die schönste Umschreibung, die ich überhaupt kenne für ein solches Delikt. Ne? Herrlich. Ich kann mich noch entsinnen, dass da noch Leute geköpft sind worden. Was mein Vater sagt, heute Morgen ist um 5 Uhr schon ein Glöckchen gegangen. Das hörten wir zu Hause von da. Er sagte, da ist wieder einer hingerichtet worden. Ja? Das war der Blech.